Du kennst Bortoluzzi, bin 27, komme aus St. Gallen, also Uzwil. Und ich bin Kampfsporttrainer und MMA-Fighter. Mein Lebensunterhalt bin ich hauptsächlich mit dem Gym, oder? Mit den Leuten, die kommen, mit den Abos, was lösen. Und mit dem Kämpfen selber verdiene ich leider noch nicht so viel. Ich hoffe, das wird mal noch mehr. So ein normaler Freitag bei mir ist morgen, 6:45 ist das erste Training. Da tun wir meistens Boxen. Und dann geht es wieder heim, gibt es zum Morgen. Dann über den Mittag mache ich meistens irgendwie Büroarbeit. Und dann ab 5:30 bin ich wieder im Gym. Dann trainieren wir, haben unsere verschiedenen Lektionen. Bis am Abend so 9, 9:30 hören wir etwa auf. Ja, und um 10, wenn es gut kommt, bin ich wieder daheim. Ringen, Judo, Grapplen, Kickboxen, Boxen. Also jenste Kampfsportarten werden zusammengeführt im Mixed Martial Arts, MMA. MMA hat einen schlechten Ruf, dass alles erlaubt wäre. Das heisst, dass es keine Regeln hat. Das stimmt aber nicht. Wir haben Regeln und ein strenges Regelwerk. Das heisst, Schläge auf den Hinterkopf, in den Weichteil oder Augenstechen, Klüben, Beissen, alles ist nicht erlaubt. MMA ist sicher schon der bekannteste Kampfsport, den es gibt. Also, ich denke, das wird auch immer noch mehr kommen, auch jetzt in Europa mehr. In Amerika ist es ja schon fast Top 2 von den Sportarten. Das heisst, MMA ist eigentlich wirklich das Ding. Abstrich vom Ground and Pound, also die Schläge auf dem Boden. Aber für uns ist das eigentlich nichts Neues, nichts Spezielles, weil wir trainieren es täglich und wir sind für das gewappnet. Beachten, dass MMA halt wirklich der Kampfsport ist, der am nächsten an einem reellen Kampf ankommt. Die Leute wollen es halt sehen. Also, es hat Zuschauer und das ist halt das, was die Leute fasziniert, die Brutalität. Sobald ein Kampf ansteht, schon Wochen davor macht man sich natürlich Gedanken darüber und dann gibt es mal die Tage, wo man sich freut drauf, wo man motiviert ist. Dann gibt es wieder die Tage, wo man sich einfach schlecht fühlt und denkt, oh, kommt das gut? Bin ich gut vorbereitet? Ich muss mehr machen. Das wechselt sich immer von Tag zu Tag bis zum Kampf hin. Am Kampftag selber fühlt man sich meistens gut, weil man sich gut vorbereitet hat. Und so kurz vor dem Kampf, natürlich, Nervosität setzt ein. Also bei mir, das ist jeder ist natürlich anders, aber bei mir kommt sie dann einmal. Und ich fühle mich nervös, aber auch positiv nervös. Also wenn ich einlaufe in den Ring, in den Cage und dann das Kämpfen losgeht, dann verschwindet das. Das heisst, man macht einfach sein Gewohnte, das man im Training wochenlang vorher gemacht hat. Und so das Fühlen dabei ist eigentlich, ja, es ist ein spezielles Gefühl. Man kann es nicht so gut beschreiben, finde ich. Angst vor Verletzungen gibt es schon auch, aber ich glaube, wenn man daran denkt, dann passiert es auch meistens. Also ich glaube, man muss da einfach positiv in so Sachen hineingehen. Vordere
wenn wir hier trainieren, sind wir sehr technisch, auch eben mit den Beginnern, weil es ist nicht einfach ein brutales Aufeinander einschlagen, sondern es ist etwas sehr Technisches und man muss Schritt für Schritt lernen. Es gibt auch so Spezialisten, die kommen da an und meinen eben, sie können jetzt hier auch prügeln. Und dann verleidet es eigentlich ziemlich schnell, weil sie merken, wie technisch das ist und die haben die Geduld nicht. Wir haben Beginnerlektionen, wo wirklich Basics, Fundamentals gelernt werden. Und wir haben fortgeschrittene Lektionen, wo wir mehr mit Sparring und ein bisschen kämpferisch das Training machen. Also meine Freundin ist Steffi, sie hat angefangen zu trainieren bei uns seit zwei Jahren etwa knapp. Ist sehr erfolgreich im Judo, Europameisterin, mehrfache Schweizer Meisterin. Und jetzt kann sie das gut ins MMA transferieren. Das heisst, sie hat viel Potenzial, um sehr weit hochzukommen. Sie ist auch, ihr nächster Kampf macht sie in Amerika. Ist jetzt 2-0 als Profikämpferin. Sie lernt viel von mir, MMA spezifisch. Ich lerne auch von ihr, vom Judo her. Wenn man viel miteinander trainiert und immer aufeinander ist im Training, beieinander. Dann gibt es auch mal ein bisschen Reiberei, aber das ist schnell wieder vergessen. Aber am Ende des Kampfes ist immer noch der Respekt da zum Gegner. Und das macht es auch zu einem normalen Sport. Nach einem verlorenen Kampf ist es halt schon so. Man ist, kann man nicht anders sagen, im Loch. Hol den Hut, Ken. Natürlich, wenn man gewöhnt, ist man erleichtert und dann eben hilf ich auch mal meinem Gegner wieder auf, bei, wenn ich ihn runtergenommen habe oder am Boden gefinisht habe. Und dann ist man halt wieder nett zueinander und respektiert einander nach dem Kampf. Ich war schon 20 Kämpfe verloren. Und das tut mir mehr im Inneren weh als jeglicher Schmerz, den du halt hast. Es ist mehr das Verlieren, das schmerzt. Ein verlorener Kampf ist natürlich auch immer wieder Motivation für den Nächsten, um den Nächsten zu gewinnen. Also, eben, es gibt so ein gutes Sprichwort, you win or you learn. Und das ist das, was mich halt echt fasziniert am Kampfsport, ja, dass es nicht einfach ist. Weil, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Ha ha ha.